Wahr oder falsch, true or false, ist die dritte Aufgabe heute. Hier stehen einige Aussagen und was ungewöhnlich ist, wir wissen noch gar nicht, ob das überhaupt wahre Aussagen sind, also ob das mathematische Sätze sind, die wir beweisen können, also in jedem Vektorraum gelten, oder ob die Aussagen falsch sind und es Gegenbeispiele gibt, um sie zu widerlegen. Ja, schauen Sie sich diese vier Teilaufgaben einmal an und versuchen Sie zu überlegen, ist diese Aussage, die da steht, wirklich in jedem Vektorraum wahr, egal was man da einsetzt für die Variablen, oder ist diese Aussage vielleicht nicht immer wahr? Und wenn Sie zu diesem Schluss kommen, dann sollte man versuchen, ein Beispiel zu finden, ein Gegenbeispiel, um das also zu widerlegen. Wenn man zu dem Schluss kommt, die Aussage ist wahr, ja, dann kann man ja mal versuchen, ob man eine formale Begründung dafür findet. Ja, legen Sie los, sich mit diesen Aussagen ein bisschen zu beschäftigen. So, dann besprechen wir mal diese vier Aussagen. Also die erste Aussage ist natürlich wahr. Erste Aussage ist wahr. Wenn S1 in S2 enthalten ist, dann ist der von S1 erzeugte Unterraum enthalten in dem von S2 erzeugten Unterraum. Das ist, denke ich, ziemlich naheliegend und ziemlich klar. Es ist sogar so klar, dass man gar nicht weiß, wie man das hier aufschreiben soll. Wir könnten Folgendes schreiben als Begründung, als kurzen Beweis. Also jedes klein v, jeder Vektor aus dem von S1 erzeugten Raum ist ja eine Linearkombination von Vektoren vi aus S1, ist von der Form klein v ist eine Linearkombination, Summe i gleich 1 bis n lambda i mal vi mit Vektoren v1 bis vn aus der Menge S1. Das haben wir ja über das Erzeugnis gelernt. Jedes Element da drin ist eine Linearkombination von Vektoren aus S1. Ja, und wenn jetzt S1 enthalten in S2 ist, dann sind das hier alles auch Vektoren aus S2 und dann ist das V automatisch auch eine Linearkombination von Vektoren aus S2. Und damit sind wir dann fertig. Schreiben wir hier noch einen Satz weiter. Jedes V ist von dieser Form. Wegen S1 enthalten S2 sind V1 bis Vn auch aus S2 und damit ist das klein v da oben geschrieben als Linearkombination von Vektoren aus S2. V ist die Summe i gleich 1 bis n lambda i vi und jetzt haben wir uns überlegt oder es war völlig klar, das sind Vektoren aus S2 jetzt sogar auch, also ist das hier ein Element aus dem Erzeugnis von S2. Also jedes klein v aus diesem Erzeugnis liegt auch da drin. Das heißt natürlich, diese Inklusion hier oben ist richtig. Also insgesamt, wir haben uns überlegt, der von S1 erzeugte Unterraum ist enthalten in dem von S2 erzeugten Unterraum. Ja, bei Teil B steht jetzt genau die umgekehrte Implikation. Wenn der von S1 erzeugte Unterraum in dem von S2 erzeugten Unterraum enthalten ist, müssen dann die Mengen auch so ineinander enthalten sein. Ja, da muss man ein bisschen drüber nachdenken und dann kommt man aber zum Schluss, nein, das muss nicht gelten. Beispiele kann man sich dann beliebig überlegen. Also schreiben wir zunächst auf, die Aussage bei B ist falsch. Ja, und wenn wir dann ein Gegenbeispiel suchen, um das zu belegen, dass die Aussage falsch ist, dann sollten wir das natürlich so einfach wie möglich wählen. Ich wähle jetzt hier mal als Vektorraum den Vektorraum r hoch 2. Das heißt dann natürlich automatisch, dass ich den Grundkörper k auf r festgelegt habe. Ja, in der Aufgabe hier oben war das ja alles noch allgemein gehalten. Gelten diese Aussagen für jeden Vektorraum, über jeden Körper, alle Mengen S1, S2, die man da finden kann. Aber wenn wir jetzt ein Gegenbeispiel suchen, dann reicht es ja, eine Situation anzugeben, woran wir sehen, dass diese Aussage im Allgemeinen nicht funktionieren kann. Was könnten wir bauen? Wir könnten die Menge S1 mit dem Vektor 1, 0 bauen. Also wir sind hier im Vektorraum r hoch 2, deswegen sieht ein Vektor so aus. Und wir könnten als S2 den Vektor 2, 0 nehmen in eine einelementige Menge. Ja, dann kommt nämlich das gleiche Erzeugnis heraus. Also dann ist das Erzeugnis von S1
also das Erzeugnis vom Vektor 1, 0, all seine Vielfachen, das gleiche wie das Erzeugnis vom Vektor 2, 0. Alle Vielfachen vom Vektor 1, 0 sind automatisch Vielfache vom Vektor 2, 0 und umgekehrt. Also in diesem Fall sind die Erzeugnisse von S1 und S2 gleich. Ja, das heißt insbesondere das, was wir hier voraussetzen wollen oder das, was wir hier finden wollten, nämlich, dass die so ineinander enthalten sind. Das gilt natürlich dann insbesondere. Aber die Mengen sind ja nicht ineinander enthalten. Wir haben ja hier einfach verschiedene einelementige Mengen hergenommen. Also insbesondere gilt diese Inklusion. Aber hier ist natürlich S1 nicht enthalten in S2. Es waren ja einfach verschiedene Vektoren hier benutzt worden. Dementsprechend gehen wir nochmal nach oben. Also diese Aussage ist natürlich falsch. An dem Raum kann man ja nicht mehr unbedingt erkennen, welche Menge man benutzt hat, um ihn zu erzeugen. So könnte man das auch formulieren. Ja, wie ist das mit der Aussage C? VW sind jetzt hier, klein v, klein w sind jetzt hier Vektoren aus unserem Raum. Gilt dann, dass der von V und W erzeugte Raum der gleiche Unterraum ist wie der von V, W und noch einem zusätzlichen Vektor V plus 2W erzeugte Unterraum? Ja, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken, aber dann kommt man zu dem Schluss, das ist korrekt, denn eine weitere Linearkombination von denen, die ich eh schon habe, damit dazu tun, bringt sozusagen keine größere Menge, keinen größeren Unterraum. Das wollen wir aufschreiben, also Aussage C über diese Linearkombination, hier oben steht sie gerade noch, ist wahr. Aussage C stellen wir fest, ist wahr. Und wenn wir das feststellen, dann geht es jetzt natürlich nicht mehr um Beispiel, sondern jetzt müssen wir das wieder allgemein begründen. Ja, was könnten wir dazu aufschreiben? Schreiben wir vielleicht Folgendes auf. Also für jeden Unterraum, Unterraum oder Untervektorraum U von V gilt, wenn dieser Unterraum die Vektoren klein v und klein w enthält, naja, wir haben ja letzte Woche Unterräume als Begriff gehabt, die sind ja unter Addition und skalarer Multiplikation abgeschlossen, also dann liegt automatisch diese Linearkombination da eh schon drin. Deswegen bringt die sozusagen nichts Neues mehr, also für jeden Unterraum gilt das hier natürlich, wenn v und w da drin liegen, dann auch diese spezielle Linearkombination. Also gilt auch für jeden solchen Unterraum, Doppelpunkt, dass ein solcher Unterraum V und W enthält, ist genau äquivalent zur Aussage, dass er V, W und noch diesen dritten Vektor enthält. Ja, wenn ein Unterraum V und W enthält, dann enthält er auch diesen dritten Vektor und dementsprechend können wir diese beiden Aussagen, stellen wir fest, dass die beide äquivalent sind. Und warum schreibe ich das so auf? Naja, wir hatten ja definiert, das Erzeugnis ist jetzt der kleinste Unterraum, der diese Vektoren enthält. Also folgt das Erzeugnis von V und W ist per Definition der kleinste Unterraum, der V und W enthält. Aber ob ein Unterraum V und W enthält, ist genau die gleiche Bedingung, wie ob dass er diese drei Vektoren enthält, ist also das gleiche wie das Erzeugnis von V, W und V plus 2W. Dann gehen wir mal nach oben zur vierten Aussage. Hier steht sie. Klein u, klein v, klein w sind jetzt natürlich Vektoren aus dem Vektorraum. Wenn u eine Linearkombination von v und w ist, so können wir diesen Teil ja übersetzen, wenn u eine Linearkombination von v und w ist, ist dann v eine Linearkombination von u und w? Fragezeichen. Auch da muss man ein bisschen überlegen. Schreiben wir vielleicht hier oben ein bisschen quasi als Schmierpapier so erste Überlegungen auf. Also, wenn u eine Linearkombination von v und w ist, dann sieht es ja so aus. U ist eine Linearkombination von v und w, Lambda mal v plus μ mal w. Jetzt ist die Frage, ist dann v eine Linearkombination von u und w? Also können wir das umstellen nach v? Ja, können wir ja mal versuchen. Lambda v ist u minus μ mal w.
Jetzt geht es aber nicht um Lambda v, sondern um v. Und wenn jetzt Lambda ungleich 0 wäre, also falls Lambda ungleich 0, dann könnten wir das da ja wegdividieren und dann hätten wir v tatsächlich geschrieben als Linearkombination 1 durch Lambda mal u minus μ durch Lambda mal w. Also dann sieht das so aus, als würde das stimmen. Ne? Wir haben gestartet mit u als Linearkombination von v und w und ein bisschen umgestellt und rausgekommen ist v als Linearkombination von u und w. Aber funktionierte nur, wenn wir hier so eine Zusatzvoraussetzung haben, dass dieser Skalar Lambda hier ungleich 0 ist. Wenn das nicht unbedingt erfüllt ist, dann könnten wir jetzt hier so nicht rechnen. Und genau in die Richtung überlegt man auch und kommt zu dem Schluss, nee, so ganz allgemein stimmt diese Aussage nicht. Also das hier alles klammere ich vielleicht mal ein, das war ja mehr Schmierpapier. Und jetzt kommt die eigentliche Lösung. Ja, wir überlegen uns, diese Aussage ist falsch. Also D ist auch falsch. Und es scheitert. Und es scheitert so ein bisschen genau an dem, dass ja auch 0 herauskommen könnte als Linearkombination. Beispiel, wenn wir sagen, es ist falsch, dann müssen wir also ein Gegenbeispiel angeben. Dann nehmen wir wieder möglichst leichten Vektorraum, v gleich r hoch 2. Und ja, jetzt bauen wir das so, dass u eine Linearkombination von v und w ist, aber umgekehrt funktioniert es nicht, weil vielleicht einfach 0 herauskommt. Und zwar könnten wir Folgendes machen. Wir könnten u und w einfach auf den Nullvektor setzen, Spaltenvektor 0, 0, aber kurz auch einfach geschrieben als 0, Nullvektor im r hoch 2 jetzt hier, und v auf einen Vektor, der nicht der Nullvektor ist, zum Beispiel 1, 0, dann haben wir ja die Situation, u liegt im Erzeugnis von v und w, v und w, denn was auch immer das jetzt hier ist, u ist der Nullvektor liegt in jedem Erzeugnis, der Nullvektor liegt ja in jedem Unterraum, also u liegt im Erzeugnis von v und w, aber umgekehrt funktioniert es nicht, v liegt nicht im Erzeugnis von u und w, denn das Erzeugnis von u und w, die habe ich einfach beide auf 0 gesetzt, ist das Erzeugnis vom Nullvektor. Und das ist der Unterraum, der nur aus dem Nullpunkt besteht. Aber v ist ja ein Vektor, der nicht der Nullvektor ist. Also v liegt da nicht drin in dieser Menge. Das heißt, wir können das genau nicht umstellen, weil hier sozusagen 0 herausgekommen ist.